Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Landwirtschaftssimulator 2013. Das hier passiert, wenn man Autocombine, wenn man Curseplay sagt, der eine kann schon weiterfahren und bitte mal hier Kollision und so ist nicht so wichtig. Ich hoffe, dass wir es trotzdem noch irgendwie auftanken können hier. Ups. Also nicht auftanken, sondern aufladen können. Bei dem einen hat man noch den Spezialkrampe, der ja, Multifood kann. So, und der ist lang genug. Und dann wollten wir natürlich testen hier, wie sieht das aus mit den anderen, mit einem längeren. Da werden wir auch gleich dann mit dem einen mitfahren hier, würde ich sagen. Damit wir nicht wieder verpeilen, wann da was passiert. Wir brauchen auch wahrscheinlich gleich dann den anderen Kollegen hier. Den können wir dann gleich schon mal in Stellung bringen. Und, ja, dann wollten wir in dieser Folge auch was anderes testen, nämlich Autotraktor. Das ist ein Tool, damit kann man, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich habe es noch nicht getestet. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass dieses Chaos hier sich jetzt von selbst beseitigt, weil, naja, man weiß nicht, es wird aufgeladen und, ja, mal schauen, was da jetzt passiert. Also der eine müsste den eigentlich, ja, das sieht schon mal gut aus, das funktioniert wunderbar, ja, sehr gut, Physik 1a, ja, und der belädt den hier und so fahre ich doch viel lieber durch die Gegend, ne? Und hier passt auch viel mehr rein, das ist also gut so. Und da fahren wir dann gleich mit. Die Frage ist dann halt, wie das aussieht mit dem Abladen. Ich will auch nicht wissen, was die beiden Trecker da gerade gemacht haben. Aber natürlich ist jetzt noch eine andere Sache hier fragwürdig, denn eine Kette, so lernt man ja auch schon andernorts, ist immer so schwach wie das schwächste Glied. Und wenn jetzt immer ein kleiner Hänger dazwischen ist oder ein langsamerer Trecker und die anderen fahren immer auf, dann haben wir natürlich auch nichts gewonnen, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Oder die müssen immer hier warten, weil der eine deutlich länger braucht zum Aufladen. Schauen wir mal. Und sobald da unten die Meldung weggeht, steckt im Verkehr fest, wissen wir, nee, sollte aufgetankt werden. Wenn die Meldung verschwindet, dann ist der hinten angekommen beim Aufladepunkt, beim Tankpunkt. Wir haben ja extra eine mobile Tankstelle gebaut. Und so können wir das halt ein bisschen beobachten hier. So, bei dem hier funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Wunderbar, hier wird richtig Action gemacht. Okay, das heißt, wir suchen jetzt mal den Trecker mit dem... Den Trecker. Hier ist er. So, da ist unsere Seemaschine dran. Mit der haben wir hier hinten eingesät. Aber jetzt müssen wir natürlich spritzen. Ich wollte halt... wollen wir das hier mitmachen oder sollen wir den als Seemaschine lassen? Den lassen wir mal als Seemaschine. Wir nehmen dafür unseren schicken neuen Fendt. Wofür haben wir denn? Da ist er. Ne, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den anderen haben. Wow, was ist hier denn passiert? Ah, hier. Haha, während des Speicherns. Ah, hoffentlich kriege ich den wieder raus. Ja, sind wir jetzt auch hier. Dann können wir uns ja angucken, ob es so funktioniert hier. Wenn nicht, dann muss ich... Ich muss den mal eben rausholen hier. Nee. Schitte. Schitte, schitte. Ah, und hier haben wir noch einen großen Krampe. Den könnten wir dafür eigentlich auch verwenden. Natürlich mit einem viel zu großen... mit einem viel zu großen Hänger hier, der kleine IAC. Den ich euch auch in der Mod-Vorstellung schon vorgestellt habt, hatte. Ist eigentlich bei euch auch ganz gut angekommen. So, den wollen wir abhängen. Das geht wieder nicht. Schade. Das ist ja nix gern. Diese. Das Problem haben wir auch schon mal. Ist wahrscheinlich einfach zu groß. Ja, dann müssen wir mal eben mit dem Höhlimann ran. Den haben wir ja auch noch rumstehen. Fällt mir gerade mal so ein. Ja, da müssen wir zwei Sachen gucken, nämlich einmal, ob hier vernünftig aufgetankt wird und einmal... Oh, es gibt gleich Regen, da können wir nicht ernten. Einmal, ob vernünftig aufgetankt wird. Ich weiß gar nicht, wie viel wir in dem Auflieger drin hatten, in dem Tankauflieger. Und zum anderen, ob vernünftig abgekippt wird. Was jetzt noch mal eine größere Sorge eigentlich ist, wenn ihr mich fragt. Ich fürchte... Nichts Gutes hier.
Aber vielleicht können wir das mit der Schaufel retten. Vielleicht können wir das irgendwie mit der Schaufel retten. Also so schon mal nicht. Abladen können wir. Okay. Aber... das sieht alles nicht... sieht alles nicht so gut aus. Aha, so vielleicht. Hm. Dann mal ein Problem. Vielleicht will man den... aha, so. Jetzt hat der eine da hinten, der wird jetzt aufgetankt. Ist aber sofort weitergefahren. Entweder ist dann halt der Dings leer. Oder... naja, wir gucken jetzt mal, wie das aussieht, wenn der den ablädt. Ob das hier funktioniert. Sieht... bis hierhin schon mal gut aus. Da kommt schon der nächste. Der lädt ab. Das dauert natürlich alles ein bisschen länger, aber dafür sind die Fahrwege halt, ne? Also da müsst ihr nicht so lange warten. Die, auf lange Sicht sollten wir dann vielleicht noch schnellere Trecker nehmen. So, funktioniert. Sehr gut. Da haben wir es auch. Oh, der kippt schön zur Seite. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, was hat der jetzt hier? Also den müssen wir jetzt noch irgendwie hier rauspulen. Mit dem Höhlemann kommen wir da nicht weit. Deswegen fahren wir den mal hier an die Seite. Gülle haben wir natürlich auch jetzt ordentlich. Aber das Problem ist jetzt, wir müssten eigentlich Gülle düngen und wir müssten spritzen gegen, also Herbizide. Weil, ne? Und das wollte ich eigentlich jetzt zeigen. Aber das hier ist natürlich erstmal wichtiger. Wir müssen erstmal hier den wir rauskriegen hier. Was ist denn da los jetzt? Hm? Na komm, Kleiner. Du schaffst das. Hm? Ich weiß ja nicht, was er macht, aber er wird immer... irgendwie dreht er sich hier. Hm. Vielleicht mal den mal ganz nach hinten ausklappen. Es geht ja darum, irgendwie über die Physik jetzt hier so einen Gewichthebel hinzubekommen. Aber... tja. So will er auf jeden Fall nicht. Hm. Ich habe auch keine Lust, den jetzt zurückzusetzen, nochmal neu hinfahren zu lassen. Ah, könnten wir nur von dem kleinen Trecker hier den Dings abhängen. Dann könnten wir mal eben da hinfahren, dann können wir ihn runterschieben. Jetzt hat er schon wieder keinen Diesel mehr. Der hat den nicht richtig aufgetankt. Also der ist ganz kurz dran vorbeigefahren, aber hat den dann nicht richtig aufgetankt. Dann müssen wir den wohl mal verkaufen. So. Da seht ihr. Also der ist hier an unserer Tankstelle vorbeigefahren, aber hat nicht gehalten. Vielleicht war er zu schnell. Keine Ahnung. So. Jetzt machen wir mal hier mal eine Rettungsaktion. Schieben den jetzt mal hier runter. Einfach mal runterschieben. Ja. Ich habe mich den zweiten auch festhängen. Machen wir das denn mal hoch. Je länger der Hebel, desto besser eigentlich, oder? Versuchen wir den mal an der Schaufel runterzuschieben. Oder schaffen wir es vielleicht sogar, den hochzuheben. Hiermit. Wäre natürlich dann nicht so sehr realistisch, aber dann hat man jetzt die Maschine gerettet und müsste nicht nochmal. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, oh Gott, dann hätte er einfach mal zurück. Wärst du mal wieder, hättest du zurückgesetzt und wärst vom Hof gefahren, wärst schon links fertig damit.
Es gefallen tut mir das noch nicht. Jetzt versuchen wir es nochmal hier mit unter den Reifen. Das ist auch schwierig zu sehen aus dieser Perspektive. So. Na, höchstens fahren wir jetzt den anderen auch noch fest. Kommen wir irgendwie da drunter? Geht das irgendwie vielleicht, bitte? So vielleicht. Ich weiß das nicht. Das ist irgendwie sehr ärgerlich hier gerade. Da wird aber auf jeden Fall immer noch nicht raus. Oi, oi, oi. Wir könnten es auch mal mit brachialer Gewalt versuchen, aber das ist im Zweifelsfall auch nicht der richtige Weg. Versuchen wir es mal mit runterlassen. Dann versuchen wir den mal wegzuschieben. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass er so zur Seite wegfällt. Ja, und ich wollte eigentlich in dieser Folge Autotraktor testen, aber ja, das ist, dafür haben wir getestet, dass die Tankstation nicht geht. Und wir haben getestet, dass, die großen Kipper, das funktioniert. Also das ist schon mal gut, da haben wir schon mal eine Erkenntnis gewonnen. Und es regnet. Wir haben lange nicht mehr bei Regen gespielt. Ist auch mal was Feines, oder? So, jetzt mal hier mit Gas. Also schiebe ich ihn höchstens ganz drauf. Ah. Und das alles nur, weil ich zu faul bin, den komplett wieder hier hinzufahren. Ja, ja. Also so wird er wahrscheinlich gar nicht reagieren, ne? Nehme ich mal an. Aber ihr seht sowas ja auch gerne. Das muss man auch dazu sagen. Ja, er ist also jetzt hier... komplett festgefahren. Das ist ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ich fürchte, wir müssen den... Ja, und ihr werdet es wahrscheinlich schon geschrien haben, dem Monitor entgegen. Garderol, du hast doch einen Kurs. Setz den zurück und lass den einfach den Kurs abfahren, du Blödmann. Und ihr habt ja auch eigentlich recht. Wir haben dafür einen Kurs und den werden wir jetzt verwenden. Also, hier den mal abstellen. Weil der macht überhaupt einen Krach, oder? So, dann hoffen wir, dass der eine jetzt mal tanken hat. So, dann werden wir den hier einfach mal zurücksetzen. Weil das gibt hier nichts, glaube ich, mehr. Also. Ich wollte mal zeigen, dass ich es bin. Wir gehen auf die Map. Und setzen zurück. Nächstes Fahrzeug zurücksetzen. Den. Aber wir schauen jetzt trotzdem nochmal eben, ob der jetzt, oder ob, oder warum der hier nicht richtig tankt. Es müsste der hier sein. Nein. Es müsste der hier sein. Nein, da ist er gerade dran vorbeigefahren. Aber der ist ganz schön langsam, oder? Und es regnet. Ist das nicht schön? Aber für das Gewicht scheint er ganz schön langsam zu sein. Ja, guck mal da. Der fährt 40. Wir müssten dann vielleicht mal schauen, dass wir für diese langen Strecken, dass wir da größere Traktoren bekommen, die auch mehr ziehen und dann mehr schneller sind. Aber wir müssen trotzdem jetzt mal eben noch, und das werden wir dann noch machen in dieser Folge, und dann werden wir in der nächsten Folge aber dann wirklich Autotraktor testen. Werden wir mal eben gucken, ob der jetzt, warum der nicht tankt. Ob wir das jetzt sehen können. Boah, wir brauchen einen besseren Trecker hier. Kein Deutz, wir brauchen einen großen Fendt. Ja, also, so ist natürlich der Vorteil. Durch die hohe, Ladung, die wir draufpacken können. Der kann ja mehr als das Doppelte transportieren. Er fährt halt nicht 60, sondern nur 40. Da können wir noch weiter optimieren. Machen wir es auch so ein bisschen hier wie so eine Wirtschaftssimulation. Ist ja auch nichts falsch dran. Das ist auch gut, dass wir Modder haben, wenn ich solche Cockpits sehe. Ich bin ja echt mal gespannt, was im Landwirtschaftssimulator 2015 passieren wird. Weil der Landwirt, der macht ordentlich Druck. Das ist gut so. Das ist sehr gut so. Da muss hoffentlich Giants sich jetzt mal ein bisschen was einfallen lassen als ein Spiel mit einer Engine aus 2009. Das im Wesentlichen von den Moddern lebt.
Was ja auch gut so ist. Macht ja Spaß, seht ihr ja. So, jetzt sind wir mal gespannt hier. Wahrscheinlich fährt er zu schnell dran vorbei und fällt mit dieser riesen Last hinten dran nicht rechtzeitig, sodass er nicht vollgetankt wird. Oder er ist nicht genug im Einflussbereich von dem Ding. Wir schauen mal kurz. Da, er müsste jetzt tanken. Ja, er hat nicht rechtzeitig abgebremst. Wir müssten den Tank wahrscheinlich ein paar Meter rübersetzen. Das werden wir gleich mal machen. Ja, ich danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2013 hier. Einen verregneten Tag. Da kommt der nächste schon. Also bis zum nächsten Mal. Oh, die machen sogar, wenn es tagsüber, wenn es regnet, das Licht an. Und es gibt ein richtiges Gewitter. Also bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Boah, so ein Scheißwetter hier.